Moin Leute, heute habe ich eine neue Folge So schlecht kann man nicht fahren für euch. Wenn ihr mir eure Dashcam Videos senden wollt, könnt ihr das dann jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse machen. Legen wir los. Die Ampel hat anscheinend so lange durchgehalten, bis es nicht mehr ging. Das war anscheinend zu viel für den Fahrer. Warum hat der da überhaupt gebremst? Das sah schon sehr nach Absicht aus. Warum hat er nicht angehalten, um mal nachzusehen, was passiert ist? Der merkt anscheinend doch noch etwas. Wenn man etwas übereifrig ist. Warum wird der erst so spät wach? Was hat der Polizist da überhaupt gemacht? Wie kann man einen so großen roten LKW nicht sehen? Warum geht die Schranke hoch und gleichzeitig fahren die Böcke aus? Der hat es zumindest noch früh genug gemerkt. Jetzt hat er gelernt, dass er das mit seinem Wagen nicht machen kann. Es lassen sich wirklich viele während der Fahrt ablenken. Der hat anscheinend vergessen, dass er in der Kurve ist. We'll be right back.
Freunde, welchen Fahrer fandet ihr am schlimmsten? Schreibt es in die Kommentare. Ich fand die Nummer 10 und die Nummer 18 am schlimmsten. Bei der Nummer 10 sieht es nicht so aus, als ob der Autofahrer überholen will. Der fährt einfach auf der falschen Seite und merkt es einfach nicht. Echt krass. Bei der Nummer 18 sieht es so aus, als ob der Fahrer abgelenkt war. Der sieht das Stauende viel zu spät und muss dann stark einlenken. Der merkt doch, dass er den anderen berührt hat und fährt trotzdem weiter. Wenn der nicht da gewesen wäre, wäre er vielleicht umgekippt. Und das ist der Dank dafür. Schöne Grüße gehen raus an Didi Woni, Gerhard Walder, der Benny VKW und Traktorenmofa. Danke für euren krassen Support, Freunde. Ihr seid wirklich die Besten. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, eine Bewertung dazulassen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.